Willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Play Need for Speed. Payback. Da hinten. Da so soll ich hin. Hast du alles? Was? Oh ja, klar. Echt überzeugend. Oh, die Mission war noch gar nicht zu Ende. Naja, egal. Hier ist eine Kiste. Die schnapp ich mir doch. Hey, der Job ist erledigt. Wir mussten allerdings abbrechen. Habe ich gehört. Ich melde mich wieder, sobald der Underground Soldier etwas Nützliches entdeckt. Mach das. Adam 1-13, melde 467. Verfolgung verläuft in östlicher Richtung durch Silver Canyon. Adam 1-13, erbitte weitere Details über das Zielfahrzeug. Es handelt sich um ein BMW M4. An alle verfügbaren Einheiten. Adam 1-13 benötigt Unterstützung bei einer Verfolgung. Versuchen, die Zielperson zu zermürben. War das etwa schon alles? Zielperson flieht. Okay, warte auf Updates. In westlicher Richtung auf der Fortune's Gamble Bridge. Okay, verstanden, Adam 13. Zielversuch. So, hast jetzt davon. Und versucht uns aus dem Weg zu räumen. War gerade irgendwie falsch rum, stell ich fest. An Adam 1-13, wo sind Sie gerade? In östlicher Richtung durch Silver Canyon. Okay, verstanden. Der Adam 1-13, braucht neue Primäreinheit. Unser Wagen hat sich gerade verabschiedet. Der Adam 1-6 sind in Schlagweite, übernehmen die Führung. Alles klar, verstanden. Das zahle ich dir heim. Wir sind weg. Ungerammt, Zentrale. Hier, Adam 6. Wir geben die Verfolgung auf. Unser Wagen ist hin. Verstanden. Lincoln 1-30, haben Sie ein Positionsupdate für mich? In östlicher Richtung durch Silverkern. Oder auch nicht mehr. Bestätige. Lincoln 1-30, wie lautet Ihre aktuelle Position? In südlicher Richtung durch Silver Canyon. Verfolgung läuft in südlicher Richtung durch Silver Canyon. Hier, Adam 1-6, brechen Verfolgung ab. Brauchen eine neue... Ha, was für ein Anblick. Hier, Adam 1-13, sind hinter ihm. Übernehmen als Primäreinheit. Verstanden. Ja, 35, für uns ist die Verfolgung gelaufen. Unser Wagen ist hinüber. In Ordnung. Ach, in Ordnung ist das. Wir versuchen, sie zu stoppen. Lincoln 1-30, haben Sie ein Positionsupdate für mich? In südlicher Richtung durch Silver Canyon. Ich bin einfach zu gut. Bringt das was?
Ja. Na, packen wir rein. So, wir müssen nach hier unten. Zwecks dazu hüpfen wir hier hin. Fahren wir mit unserer Schrottreifenkarre hier hin. Jess, bist du da? Underground Soldier? Was ist los? Ich habe unsere Daten genutzt, um ein Hauscasino zu verwanzen. Die Firewall war ein Witz, aber ich wurde entdeckt und muss fliehen. Hol mich hier ab! Verdammt, halt durch, ich bin unterwegs. Beeil dich! Ja, großartiger Anblick. So muss ein Auto aussehen, das zeugt von Professionalität. Sorry, Broker, gibt eine Planänderung. Was ist los? Der Underground Soldier hat's allein versucht und wurde erwischt. Ich hol ihn jetzt ab. Oh je. Jungs, die Soldaten spielen. Okay, schnapp ihn dir, bevor sie es tun. Wo bist du? Wo ich bin? Wo ich bin? Ich bin unterwegs, um einen Vollidioten den Arsch zu retten. Schon gut, aber ich hab was entdeckt. Das wird der Hammer. Sobald ich hier rauskomme. Sobald du da rauskommst. Soldier, was hast du dir nur dabei gedacht? Nicht viel. Achso, da war's schon. Steig ein! Bring uns hier weg! Nee, erstmal das Auto angucken. Sollte das, Soldier? Ich habe eine Backdoor zu ihrem sicheren Server eingerichtet. Ich muss ins Hauptquartier und sie aktivieren, bevor sie sie schließen. Also, nehmen wir an, ich hätte dich vorhin nicht ganz verstanden. Ihre geheimen Infos sind in einem verschlossenen Haus. Ich habe ohne ihr Wissen eine Hintertür eingebaut. Soldier, du musst in Zukunft echt vorsichtiger sein. Sagt ausgerechnet die Fluchtwagenfahrerin. Dein Job ist, Dagger zu vermeiden. Mein Job ist, dich wieder rauszuholen. Charlie? Mein Zivilistenname. Frau Shiftlock und ihr. Sie gab mir einen Namen und ein Ziel. Ich hab sie noch nie so verlegen erlebt. Ihr muss viel an dir liegen. Ja, wir kennen uns schon ziemlich lange. Ich kann euch sehen. Sieht aus, als hättet ihr freie Fahrt zur Shiftlock-Basis. Du verfolgst uns live? Das kannst du? Ich würde lieber nicht näher nachfragen, was sie kann und was nicht. Bei dir klinge ich so geheimnisvoll, Charlie. Ich sagte, nenn mich nicht. Sie kann so schwierig sein. Ja. Erinnerst du dich an diese Serverdaten? Wie es aussieht, sind in den Wagen Zubehörteile von Chidori verbaut, die sie übertragen. Was? Aber unsere Crew nutzt auch Chidori. Sind da Daten von uns dabei? Moment. Okay, nein, sie sind alle Sonderanfertigungen direkt vom Anbieter. Wer auch immer diese Autos besitzt, wusste, was in sie eingebaut wurde. Hey Soldier, dieser goldene Lambo, den wir dem Haus geklaut haben. Check mal bitte, ob er in der Datenbank ist. Gute Idee, ich sehe nach. Ja, da ist er. Darin sind viele spezielle Chidori-Teile verbaut. Ein Glück, dass wir damit nicht rumgefahren sind. Ich hasse die Vorstellung, das Haus könnte die ganze Zeit Daten von uns empfangen haben.
So. Ziel. Pling. Hier? Hier so? Na, okay. Sieht ja wieder herzallerliebste aus, die Karre. Danke nochmal, Jazz. So, das nächste Ding. Der Underground Soldier war wohl rechtzeitig zurück. Wir sind drin. Ihr zwei habt's geschafft. Wir alle tun. Was wir können. Apropos. Charlie braucht bei seinem nächsten Hacking-Job wieder deine Hilfe. Naja, Hacken ist eigentlich nicht mein Ding. Und trotzdem muss es sein. Ich schick dir die Position. Echt täuschend ähnlich, Mac. Was glaubt ihr, wer ist die Hüterin? Keine Ahnung, aber sie kennt sich in der Fortune Valley-Szene aus. Das nervt mich total. Halt, eine Köderkiste? Wo? Kommt überhaupt nicht in Frage. Oh, du magst es hart, oder? Versuchen Sie es. Das war nur eine Kostprobe. IL-30, die Zielperson hält ihren Wagen an. Oder auch nicht. Auf dem E34 Amber Valley Parkway. Zielperson fährt in nördlicher Richtung auf dem E34 Amber Valley Parkway. Zielperson versucht mich auszuschalten. Oh, macht ihr jetzt ernst? Das muss wehtun. Adam 1-6, wie lautet Ihre aktuelle Position? Das ist aber nicht die feine Art. 34 Amber Valley Parkway. Meldung erhalten, Adam 6. Hier Lincoln 30. Verpiss dich! Halt ab, mein Wagen ist zu schwer beschädigt. Hier Adam 6, haben die Führung. Zielfahrzeug vor uns. In westlicher Richtung durch den West Silver Rock Tunnel. Okay, verstanden, Adam 6. Okay, den bin ich entwischt.
So, was haben wir hier? Mehr Bremsen, mehr Sprung, mehr Nitro. Oh ja. Mir fällt gerade auf. Wir haben die Musik ja gar nicht wieder angemacht. Warte mal, hier. Aber von der Tanke aus. Okay, die Musik spielt trotzdem nicht. Obwohl sie auf Anschlag ist. Okay. Ah, jetzt. Lakeside macht mich immer nervös. Ich habe hier einfach zu viele Jobs abgezogen. Hier so, da so. Charlie konnte mit Hilfe der Blackbox einige tote Briefkästen in der Stadt identifizieren. Du musst die Daten abgreifen, bevor das Haus sie bekommt. Ich schicke dir jetzt den Dechiffrierschlüssel, mit dem du sie entpacken kannst. Klar, okay. Jeder Ort hat ein bestimmtes Zeitfenster. Verpasst du es, werden die Daten gelöscht. Super, noch mehr Druck. Soldier? Jess, was gibt's? Ich brauche deine Hilfe. Ich muss eine, Blackbox oder so entschlüsseln. Alles klar. Dabei hilft dir dein netter Hacker von nebenan doch gerne. Super, danke. Mal sehen, ob das Ding funktioniert. Ich schick dir jetzt die Daten. Hab sie. Entschlüsselung läuft. So, als nächstes den da. An die Arbeit. Ist da was? Wann und wo? Kann ich nicht sagen. Man braucht außerdem ein Passwort, aber es ist nicht in diesem Drop. Na toll. Verflucht! Und bitteschön! Hab sie. Entschlüssele die Daten. Noch ein Job auf dem Erledigtstapel. Haben wir Zeit und Ort? Nein, das hier ist was anderes. Oh, wow. Sieht nach der nächsten Phase der Datensammlung aus. Wie bitte? Sie planen Daten von Zivilfahrzeugen zusammen. Ich sehe Schemata für Taxen, Streifenwagen, Minivans, alles. Ernsthaft? Das ist nie im Leben legal. Legal, illegal, scheißegal. Du kriegst noch mehr rein. Kleinen Moment. So. Jetzt dich. Soweit, so gut.
Okay, ich hab den Ort. Jetzt fehlen nur noch die Zeit und das Passwort. Ganze 3 Möglichkeiten bleiben uns noch. Upload läuft. Sehr gut. So, jetzt dich. Prima, die Zeit passt. Noch mehr Infos zur nächsten Fahrt. Irgendein Hinweis, wann sie beginnt? Sie hat bereits begonnen. Was? Wie kommen Sie an diese Daten, ohne dass wir davon wissen? Keine Ahnung, suche weiter. Hoffe, wir finden hier Antworten. Und das Ding. Bisher sieht's gut aus. Oh oh. Oh oh, was? Ich hab das Passwort. Es heißt Sintflut. Ich hoffe, das bezieht sich auf eine Datenflut, nicht auf, naja, Altes Testament, Überschwemmung der Erde, Neubeginn der Menschheit und so weiter. Ja, hoffen wir's. Geschafft. Endspurt. Wie cool. So, gehen wir hier. Ja, das bauen wir mal rein. So, jetzt muss ich hier noch irgendwo hinfahren. Ich hab's. Der Termin ist jetzt. Ich schick dir die Position. Viel Glück. Danke für die Hilfe. Ich erzähl dir dann, was es mit Sintflut auf sich hat. Ja, wirklich hier nach unten. Sintflut? Entschuldigen Sie den Aufwand. Wir hatten in letzter Zeit ein paar Sicherheitsprobleme. Was Sie nicht sagen. Hier ist die Hardware, die das Haus bestellt hat. Passen Sie gut darauf auf. Wenn sie in falsche Hände gerät, nun, das wäre nicht gut für Sie. Keine Sorge. Bin vorsichtig. Gut, Sie hören wieder von uns. Okay. Uns? Der Typ war definitiv nicht vom Haus. Wer zum Teufel zieht hier die Fäden? Hey, ich hab jetzt dieses... Sieht aus wie ein Steuergerät. Ein Steuergerät? Du Gerät. Du Gerät steuert ihre Wagen in unter 30 Sekunden. Zeig es mal eurem Techniker. Er wird wissen, wozu es dient. Mach ich. Und hey, das Passwort für das Treffen war Sintflut. Das bedeutet doch keinen Ärger, oder? Ehrlich? Ich hoffe nicht. Fantastisch.
Hey, Rev, ich habe hier ein Steuergerät, das du dir mal ansehen musst. Ich komme jetzt vorbei. Gut, das machen wir allerdings erst im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis gleich.